Was ist los mit diesem Oberbürgermeister? Skandale, ein Gerichtsverfahren wegen möglicher Vorteilsnahme, Rücktrittsforderungen aus allen politischen Lagern. Es geht darum, dass er ein Strafverfahren vor der Brust hat und auch verschiedene andere Skandale aus der jüngeren Vergangenheit, die dazu führen, dass er aus Sicht vieler Menschen in dieser Stadt für das Amt nicht mehr tragbar ist und die ihn in diesem Amt belasten. Also einen Satz zu bilden mit Vertrauen und Feldmann ist schwierig in Frankfurt. Aber Feldmann lächelt immer weiter und tritt einfach nicht zurück. Gestern wurde dann ein Abwahlverfahren gegen ihn beschlossen mit den Stimmen seiner eigenen Partei SPD. Wir haben nach ganz intensiven Gesprächen mit Peter Feldmann einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen. Er hat uns leider auch keine andere Möglichkeit mehr gelassen. Bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, fragen wir einen Psychologen und einen Psychiater. Was ist Feldmann für ein Mann? Warum ist er beratungsresistent? Ist er womöglich ein Narzisst? Zunächst mal muss man festhalten, dass Ihr Oberbürgermeister in der Tat resistent ist gegen Empfehlungen, sein Amt aufzugeben. Da scheint er sehr stoisch. Sagt Psychologe Jürgen Hesse, der sich mit Psychopathen in Führungspositionen beschäftigt hat. Das ist immer eine Mischung sicherlich aus verschiedenen Charakteren. Charakterlichen Einflüssen, der Narzissmus fällt einem ein, die Egomanie sozusagen fällt einem ein. Es ist aber auch sozusagen eine Art Trotz und Widerstandshaltung, nicht das zu tun, was eigentlich eine größere Gruppe von Menschen von einem erwartet. Rückblick auf Feldmanns Skandale. November 2019, der Wohlfahrtsverband AWO steht heftig in der Kritik. Dabei wird bekannt, Feldmanns damalige Ehefrau bekommt als Leiterin einer AWO-Kita als Berufseinsteigerin die höchste Gehaltsstufe und einen Dienstwagen. Feldmann sagt, er habe darauf keinen Einfluss genommen. Später gibt der Bundesverband zu, die Bezahlung war zu hoch. Kurz darauf kommt raus, die AWO soll Feldmanns Wahlkampf unterstützt haben. Dafür muss er sich ab Oktober wegen Vorteilsnahme vor Gericht verantworten. Mitte Mai dann eine sexistische Äußerung beim Flug nach Sevilla zum Europapokalfinale. Und dieser umstrittene Auftritt nach dem Sieg der Eintracht. Feldmann nimmt den Pokal an sich, stellt sich statt der Spieler in den Mittelpunkt. Spricht all dies für Narzissmus? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir stellen diese Frage auch dem renommierten Psychiater Manfred Lütz. Also ich finde das ganz schrecklich. Ich finde diesen Mann ausgesprochen egozentrisch, selbstgerecht, eitel, all sowas. Aber ich finde es völlig falsch, wenn man da jetzt diagnostische Kategorien drauf anbindet. Der Mann ist immerhin 10 Jahre Oberbürgermeister von Frankfurt gewesen. Der ist ja kein gestörter Oberbürgermeister von Frankfurt gewesen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir Leute, die einfach moralisch schlecht handeln, die böse sind zum Beispiel, nicht pathologisieren. Das finde ich auch eine Diskriminierung meiner Patienten. Die sind sehr nett, die sind nicht so wie der Oberbürgermeister von Frankfurt. Letzte Woche verkündet Feldmann dann, dass er Ende Januar in den Ruhestand aus besonderen Gründen gehen will. Dann ändert er seine Meinung, will im Januar doch lieber von den Stadtverordneten abgewählt werden. Warum? Es könnte am Geld liegen. Rückzugsvariante 1. Der von ihm erst vorgeschlagene Ruhestand aus besonderen Gründen. Wenn die Stadtverordneten dem zustimmen, geht er in den vorzeitigen Ruhestand und bekommt statt 13.855 Euro dann nur noch rund 5.500 Euro im Monat. Rückzugsvariante 2 ist allerdings die lukrativere Variante, die akzeptierte Abwahl. Die Stadtverordneten wählen Peter Feldmann ab, wie gestern geschehen, und er nimmt innerhalb einer Woche die Abwahl an. Dann bekommt er bis zur Rente gut 70%, also rund 9.800 Euro monatlich, deutlich mehr als bei Variante 1. Variante 3 tritt ein, wenn er die Abwahl nicht akzeptiert. Dann müssen 50% der Bürger für seine Abwahl stimmen. Das müssen 30% der Wahlberechtigten sein, also eine hohe Hürde. Und das wird teuer für den Steuerzahler. Etwa 1,6 Millionen Euro kostet dieses Verfahren. Für Feldmanns Bezüge bedeutet diese Variante das gleiche wie Variante 2. Variante 1 mit weniger Bezügen hatte Feldmann ausgeschlossen. Deswegen die Entscheidung der Stadtverordneten gestern. Ich freue mich, dass wir jetzt heute das Abwahlverfahren eingeleitet haben. Wir haben ja schon in der letzten Plenarsitzung dem Oberbürgermeister das Misstrauen sozusagen ausgesprochen, ihm ein Ultimatum gesetzt.
Die Gespräche jetzt haben zu nichts geführt, von daher leiten wir jetzt die Abwahl ein. Viele haben ihn vorher zum Rücktritt aufgefordert, auch wir von der CDU. Das hat ihn nicht weiter berührt und insofern ist diese Entscheidung heute im Stadtparlament unumgänglich gewesen. Wenn man der Meinung ist, wie hier viele Stadtverordnete, dass Peter Feldmann nicht mehr tauglich ist, diese Stadt als Oberbürgermeister auch zu führen und zu vertreten. Ob Peter Feldmann die Abwahl annimmt? In einem gestern veröffentlichten Statement ist davon nicht die Rede. Warum tritt er nicht einfach zurück? Also man kann ganz sicher sagen, Macht macht abhängig, Macht krank, Macht löst ein Suchtverhalten aus. Und insoweit, ja, da gibt es viele kluge Leute, die sinngemäß sagen, willst du jemanden wirklich charakterlich prüfen, gib ihm Macht und beobachte ihn. Beobachten können wir Peter Feldmann nun wohl bis zum 7. November. Dann müssen die Wahlberechtigten in Frankfurt über seine Abwahl abstimmen, was den Steuerzahler 1,6 Millionen Euro kosten wird. Der Mann hat mal gesagt, er sei für die kleinen Leute. Die kleinen Leute bezahlen auch das Geld mit, das jetzt dafür ausgegeben werden muss, eine ziemlich unsinnige, aber demokratisch notwendige Abstimmung zu machen. Das heißt, der Mann ist völlig rücksichtslos. Im Frankfurter Gallus wurde Feldmann von vielen Menschen gewählt. Alle, die wir ansprechen, sind enttäuscht. Es ist eigentlich schade, dass es überhaupt so lange dauert, bis er begreift, dass er halt eigentlich nicht mehr tragbar ist. Er sollte zurücktreten, ne? Ja. Und nicht mehr neue Wahl machen. Traurig für ihn, dass er dieses Signal nicht wahrnimmt. Man soll ja politische Ämter nicht missbrauchen und wenn das Maß voll ist, halt voll. Es geht ja generell um Vertrauen und Akzeptanz in der Politik. Nimmt Peter Feldmann die Abwahl wirklich nicht an, liegt die Entscheidung in der Hand der Wählerinnen und Wähler. Für mehr News aus Hessen abonniert gerne unseren Kanal.